Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. An meiner Seite diesmal die Fanny vom YouTube-Kanal Fit mit Fanny. Hallo liebe Fanny, schön, dass du dabei bist. Ich hatte Fanny auch schon, ich glaube, wir hatten auch schon mal einen Rundgang durch deinen Selbstversorgergarten gemacht, oder ich? Und Fanny hat einen ganz fantastischen Selbstversorgergarten mit ganz viel Gemüse und da bekommen wir auch immer ganz viel sozusagen mitgebracht. Du kamst auch schon in irgendeinem Potluck-Video vor, da hatten wir auch schon mal ein bisschen uns unterhalten. Ich glaube, es war im Sommer irgendein Potluck-Video und die Fanny, ja, genau, die kommt auch in ganz vielen Potluck-Videos vor, Potluck-Videos, die wir hier bei mir zu Hause machen, weil sie immer fantastische Zubereitung mitbringt und dann hört man sie dann immer so aus dem Off, wenn du immer erklärst, was das jetzt alles ist und was da alles drin ist. Sie schreibt sich das dann immer ganz genau auf und da weiß man immer ganz genau, was man da isst. Finde ich auch immer ganz gut, wenn man so ein bisschen mal die Zusammensetzung der verschiedenen Zubereitungen kennt. Und das ist auch immer dann auch für andere, die dann diese Videos sehen, ganz interessant. Heute möchte ich euch ein ganz tolles Rezept von Fanny vorstellen. Das kam auch in dem Abschiedspotluck vom Henry vor. Und zwar ein Nougat, ein veganes Nougat-Rezept aus nur 4 oder 5 Zutaten, ne, mit ganz wenigen Zutaten. Und Fanny, kannst du mal kurz meinen Zuschauern erklären, wie bist du auf das Rezept gekommen, jetzt Nougat herzustellen? Das ist eigentlich ganz lustig, weil, also ich selber bin überhaupt kein Nougat-Fan, war ich noch nie, aber meine Mutti. Meine Mutti inspiriert mich ja zu vielen Rezepten neben unserem Garten und sie hat so gemeint, oh, ich hätte mal wieder Lust auf Nougat. Und dann hatte sie sich so einen Riegel aus dem Bioladen besorgt, aber der enthielt halt Rohrzucker. Und meine Mutti konsumiert ja auch keinen künstlichen Zucker mehr. Und hat sie gemeint, oh Fanny, kannst du da nicht mal irgendwie ein bisschen kreativ werden? Und habe ich gedacht, naja, okay, ich bin jetzt nicht so der Nougat-Fan, aber für Mutti mache ich natürlich alles, für mich ja auch. Und ja, habe ich mich einfach mal so hingestellt und habe dann ein Nougat-Rezept kreiert. Und sie fand das ganz toll. Ja, und es kommt auch bei unseren Potlucks ganz gut an. Also mein Simon, der liebt ja auch Nougat über alles. Und er hat auch dieses Nougat sehr zu schätzen gelernt. Fanny bringt uns ab und zu mal eine Riesenportion fürs Tiefkühlfach mit. Und das Wunderbare ist wirklich, dass man so den Zucker halt, wenn man selber zubereitet, selber variieren kann. Du verwendest ja auch ein ganz bestimmtes Süßungsmittel. Magst du jetzt dazu noch was sagen? Genau, also ich verwende immer Jakon-Sirup in Rohkostqualität, weil der hat den großen Vorteil, dass er einen ganz niedrigen glykämischen Index von 1 besitzt und ist super für Diabetiker geeignet. Außerdem liegt da die Fructose in Form von Fructooligosacchariden vor. Also quasi wird nicht so extrem verstoffwechselt über die Leber, sodass das Organ dann auch nicht geschädigt werden kann. Und es enthält noch den Ballaststoff Inulin und der ist super für die Darmgesundheit. Ja, also ein fantastisches Rezept mit einem fantastischen Süßungsmittel. Und das kann man natürlich auch variieren, wenn man ein bisschen süßer mag, nimmt man einfach mehr Sirup. Und wenn man es weniger süß mag, dann weniger. Und unter dem Abschied, also beim Abschiedspotluck vom Henry hat man dieses Nougat gesehen. Da kamen ein paar Nachfragen, oh, können wir das Rezept bekommen? Und dann habe ich dann auch geschrieben, im November versuchen wir es noch umzusetzen. Die Fanny hat dieses Rezept schon mal zu Hause vorbereitet. Ich werde dann einfach die Zubereitung drüber sprechen. Genau, du hast mir einfach das Videomaterial dazu geliefert. Ich werde euch dann erklären, wie man dieses Nougat zubereitet. Ich habe es auch schon, glaube ich, 2-mal selber zubereitet und es geht wirklich ganz einfach. Und auf Telegram hatte ich das auch schon gepostet, mal so ein paar Fotos, weil wenn man so die Zubereitung sieht, gerade in den Förmchen, wo dieses Nougat eben reingeführt wird, könnte man das mal denken, da entsteht was Muffins, ganz anderes. Ja. Muffins. Genau. Und dann, also es geht wirklich ganz schnell. Man kann das auch bevorraten im Kühlschrank oder im Tiefkühlfach. NTK, super. Super. Okay, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt gibt es das Rezept für ein wunderbares veganes Nougat aus hochwertigen, gesunden, wenigen Zutaten. Für die Zubereitung des Nougats benötigt ihr am besten eine Muffinform und dazu Muffinförmchen. Die Fanny benutzt Muffinförmchen aus Silikon. Es gibt auch Muffinförmchen aus Papier. Allerdings sind die Muffinförmchen aus Silikon nachhaltiger, weil ihr die immer wieder verwenden könnt. Ich setze euch einen Link zu einer Muffinform und zu diesen Silikon-Muffinförmchen unter dieses Video bzw. findet ihr die Links im ersten angepinnten Kommentar. Das sind die 4 Zutaten für ein gesundes Nougat. Wir benötigen 100 Gramm Kakaobutter. Wir verwenden die Kakaobutter von Süß und Clever. Da gibt es schon die Kakaobutter so in Chipsform. Ihr findet den Link zu dieser Kakaobutter unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Weiterhin benötigen wir Haselnussmus und wir benötigen
250 Gramm Haselnussmus. Das ist ein kleines Glas Haselnussmus. Auch bei Süß und Clever gibt es Haselnussmus. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Dann benötigen wir Karapulver oder Kakaopulver. Wer möchte, dass das Nougat schokoladiger schmeckt, der verwendet einfach Kakaopulver. 2 Esslöffel. Zum Schluss noch ein Süßungsmittel. Wir verwenden Yakon-Sirup. Die Fanny hat ja schon am Anfang des Videos erklärt, was den Yakon-Sirup so wertvoll macht. Wir verwenden 4 große Esslöffel Yakon-Sirup. Wer es etwas süßer mag, verwendet 1 bis 2 Esslöffel mehr. Als erstes schmelzen wir die Kakaobutter in einem Topf bei niedriger Temperatur. Die Kakaobutter sollte sich vollkommen auflösen. Ihr könnt auch, so wie Fanny im Video, mit einem Schneebesen nachhelfen. Ihr habt ja schon gesehen, die Fanny hatte das Haselnussmus in einen Messbecher gegeben, also in ein größeres Gefäß. Und die geschmolzene Kakaobutter, die wird jetzt einfach mit zu dem Haselnussmus gegeben. Dazu kommt dann das Süßungsmittel, der Yakon-Sirup. Zum Schluss geben wir das Karapulver bzw. das Kakaopulver dazu. Es empfiehlt sich, die Pulver durch ein Sieb zu geben, damit die Nougatmasse auch schön fein ist und dass sich eben keine Klümpchen bilden. Zum Schluss vermischt ihr diese 4 Zutaten zu einer homogenen Masse. Schön alles gründlich durchmischen. Diese noch flüssige Nougatmasse teilt ihr nun auf und füllt diese Masse in die 12 Muffinförmchen im Muffinbackblech. Jetzt stellt ihr dieses Muffin-Backblech entweder in den Kühlschrank oder wenn ihr ein großes Tiefkühlfach habt, dann ins Tiefkühlfach. Ihr könnt aber jetzt bei den kühleren Temperaturen dieses Muffin-Backblech auch auf das Fensterbrett draußen stellen. Die kühlen Temperaturen, die wir gerade haben, reichen auch aus, damit das Nougat relativ schnell fest wird. Wenn ihr das Tiefkühlfach zum Kühlen verwendet, dann beschleunigt ihr das Festwerden des Nougats. Wenn die Nougatmasse richtig fest geworden ist, dann lässt sich das Nougat richtig gut aus diesen Silikonförmchen lösen und dann könnt ihr von diesem wunderbaren Nougat naschen. Ihr seht, die Fanny halbiert so eine Nougatform und viertelt dieses nochmal, sodass ihr aus einer Nougatform 4 Nougatviertel herstellen könnt. Diese könnt ihr in einer Plastiktüte im Tiefkühlfach aufbewahren und bei Bedarf immer wieder herausnehmen, entweder auch so gekühlt naschen, dann müsst ihr es aber ein bisschen süßer herstellen oder ein wenig auftauen lassen. Das war das wunderbare Nougat-Rezept. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Lasst gerne mal ein Feedback unter diesem Video und vielleicht habt ihr ja Lust und Laune, dieses Nougat auch mal selber zuzubereiten. Die Fanny hat ja einen YouTube-Kanal, den habe ich ja schon am Anfang des Videos verlinkt. Und die Fanny wird jetzt bald
ein Buch rausbringen. Also ein Buch in Papierform, aber auch in digitaler Form, auch als E-Book. Und da sind ganz viele tolle Rezepte drin, unter anderem auch dieses Nougat-Rezept. Aber ich werde mit Fanny zu diesem Buch, wie heißt das Buch? Top ernährt, nix entbehrt, eat clean and green. Klingt gut. Also ich bin auf alle Fälle gespannt. Ich bekomme ja auch ein Exemplar, freue ich mich total drauf. Und ich werde mit Fanny auch dann noch ein Video dazu machen. Das ist wirklich, Fanny hat ein ganz wunderbares Wissen zur Gesundheit und Ernährung, auch wirklich sehr tiefgründiges Wissen. Da staune ich manchmal selber auch noch. Und genau, da werden wir auf alle Fälle noch ein Video dazu machen. Da gibt es, wie gesagt, auch ganz viele fantastische Rezepte von Fanny in diesem E-Book. Ihr Lieben, das war's von uns. Alles Gute für euch. Bis bald. Tschüss.